Die Google-Glasbrille ist ja verschwunden jetzt vom Markt, weil man sowas wie Hausverbot bekommt. Da gab es ja viele, die haben gesagt, du darfst bei mir nicht ins Restaurant, wenn die Brille da ist, oder man darf sie nicht in Prüfungen tragen. Und ja, dann gibt es diese ganzen Geschichten. Ich habe ja sowieso eine Brille und müsste die dann für, die Brille kostet eh schon 1000 Euro, und dann müsste ich Google das reinmachen. Und dann könnte ich irgendwer verlangen, ich soll jetzt ohne Brille da reinkommen. Das geht nicht, weil ich ja dann wieder nicht sehen kann. Und es gibt so höllenmäßig viele Komplikationen, und die werden meistens bei den idealistischen Vorstellungen ausgeblendet. Also ja, auch die Frage, wie schwer wird das, kann das überhaupt programmiert werden? Ist das leicht? Wie viel kostet das? Wollen das alle? Und hauptsächlich auch, dass so gesellschaftliche Gegenbewegungen sich formieren, so wie wir das jetzt haben mit den privaten Daten. Dann gibt es immer so Hardcore-Gegner dagegen, also richtige Antagonisten, die springen dann sofort auf und sagen wütend, dass sie solche Technologie nicht wollen. Und dann ist man manchmal beraten, vielleicht sowas zu vermeiden. Also wenn es so vermutlich gleich so Gegenwind gibt, sollte man es vielleicht nicht bauen. Bei Google Glass hat man das später erst gemerkt. Also man hat gedacht, die Techies, die kennen welche da von Google, die sind so ganz treuherzig und glauben der Menschheit, da einen Gefallen zu tun, dass man jetzt irgendwie alles sieht. Und dann werden Leute so böse, weil sie finden, dass ihr Facebook-Profil gerade abgerufen wird oder so. Und dann stirbt so eine Technologie vielleicht für 5 Jahre wieder. Und diese, da sieht man irgendwie so wie eine Ziehharmonika, die technologische Entwicklung, dann die idealistischen Wünsche, dann das Reale, was man programmieren kann, dann die gesellschaftlichen Gegenbewegungen. Und das muss man sich so im Kontext alles mal durch den Kopf gehen lassen. Bei Google Glass kann man ja anwenden, zum Beispiel so bei Leuten, die in einem Lager arbeiten. Also die müssen immer irgendwie was vom Lager holen und dann ausbuchen oder ja, müssen dann wieder einen Zettel in die Hand nehmen, irgendwas schreiben und so weiter. Und da ist Google Glass total toll. Also ich habe, glaube ich, gelesen, dass es Google Glass mit SAP Schirmen drauf geht. Und dann können die quasi mit Augenzwinkern sagen, jetzt ist es verbucht oder hast hier, guck, also mit Kamera, ja, so, guck, das habe ich jetzt und so. Oder auf dem Barcode, ja, also dann muss ich ja sonst wieder ein Gerät holen, da drauf pimmen, Barcode-Reader machen, jetzt ist es ausgebucht im Lager oder eingebucht. Und das kann man im Grunde mit Google Glass dann machen, was eine ungeheure Arbeitserleichterung sein könnte. Und dann kommt natürlich das in anderen Ausprägungen da, wo es in Nischen, wo es gut ist. Ja, man hat jetzt in der Öffentlichkeit damit Schiffbruch erlitten, aber so, es kommt durch die Hintertür dann wieder. Und dann gibt es irgendwann mal Anwendungen, wo wir sagen, jetzt die Maulerei hin und her, dann brauchen wir das jetzt auch.